Also, wir brauchen ein Geburtstagsgeschenk für Kevin. Es muss ein Kuchen gebacken werden fürs Schulfest und das Kind braucht neue Gummistiefel. Wer macht was? Ich gehe dann mal zur Arbeit, ne? Sobald Kinder kommen, plumpsen viele Heteropaare wieder zurück in die 50er Jahre. Nein, nicht modisch. Sondern Mutti bekommt die Hauptverantwortung für Kindererziehung und Haushaltsangelegenheiten. Karriereleitern werden mal ebenso gekappt. Die Frau arbeitet, wenn überhaupt, nur in Teilzeit. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf ihre Rente. Denn Altersarmut ist leider weiblich. Eine Studie hat gezeigt, dass 90% der befragten Mütter sich allein für die Organisation von Familienangelegenheiten verantwortlich fühlen. Ja, das ist doch voll nice. Das könnt ihr doch alles selber bestimmen. Ja, absolut. Und es war auch schon immer mein Lebenstraum und vollendete Erfüllung, mich ausschließlich um andere zu kümmern. Frau sein ist im Patriarchat eben immer noch gleichgesetzt mit kompletter Selbstausbeutung. Dabei können Männer genauso gut Kinder zu irgendwelchen Terminen fahren, Schulbrote schmieren oder Essen kochen. Ja, aber das wurde uns nicht in die Wiege gelegt. Ja, und das stimmt sogar irgendwie, denn schon kleinen Mädchen wird die Fürsorge anerzogen mit Babypuppen, um die sich ganz liebevoll gekümmert werden muss, Kinderpuppenwagen und Kinderküchen und Geschichten, in denen ein edler Prinz sie rettet, aber natürlich nur dann, wenn sie lieb und schön sind. Und die Jungs, die dürfen auf große Weltreise gehen und heldenhafte Abenteuer erleben. Es ist natürlich schwierig, sich von diesen verinnerlichten Geschlechterrollen zu lösen. Aber ich kann euch sagen, es geht. Und wie es funktionieren kann, das lest ihr in der Schule gegen Sexismus.